weil wir uns gut auf den Gegner einstellen werden. Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können und Nürnberg ist ja auch ein Zweitligist, so wie wir. Und dementsprechend sind wir gut gerüstet fürs Spiel und werden die nächste Runde erreichen. Wir wollen auch weiterkommen und ich denke auch, wir in die ersten zwei Spiele gezeigt haben, dass wir auch konkurrenzfähig sind, dass wir auch in die zweite Liga mitspielen können, mithalten können. Klar, dass er auch auf Papier Nürnberg ist Favorit, weil die nicht umsonst Tabellenführer sind. Die haben auch beide Spiele gewonnen, haben eine richtig gute Vorbereitung gespielt und bemerkenswert, dass die auch kein einziges Gegentor bekommen haben. Aber Pokalspiel hat eigene Gesetze. Unsere Mannschaft ist auch leistungsbereit. Wir bringen auch viel Leidenschaft und Kampfgeist und dementsprechend, wenn wir das abrufen, was wir in die letzten zwei Spiele gezeigt haben, dann können wir auch natürlich mit ein bisschen Glück dazu, gehört auch dazu. In guten Tag kann jeder schlagen und dementsprechend, wir bereiten uns vor und wir wollen auch weiterkommen. Man muss sich halt ein bisschen anders vorbereiten, schon allein, weil es ja auch in die Verlängerung gehen könnte. Und auch Elfmeterschießen ist ein Thema, was man dann vielleicht noch ja, mit reinkommt. Aber ich denke, wir werden uns trotzdem sehr, sehr gut vorbereiten auf das Spiel und werden gut gerüstet sein für Montagabend. Das ist auch natürlich ein bisschen anderes Vorbereitung, weil man weiß auch, im Rahmen 90, 120 oder nach Elfmeter musst du entweder weiterkommen. Ich denke auch, dass wir auch in der Lage sind, weiterzukommen. Natürlich wird auch eine sehr schwere Aufgabe für uns sein und ist auch Pokalspiel, ganz andere Spiel von Atmosphäre, von Erfahrung, wenn man das will. Und muss ehrlich sagen, ich habe auch gerne als Spieler der WPokal gespielt, weil das eine ganz andere Atmosphäre ist. Du weißt auch, nach dem Spiel weißt du mehr, ob du weiterkommst oder nicht. Wir denken auch, dass wir auch diese positive Stimmung, positive Energie von letzten Spielen mitnehmen können und wollen wir auch natürlich weiterkommen. Eine sehr, sehr starke Mannschaft, jetzt schon bewiesen. Ich denke, sie werden auch lange oben mitspielen, wenn sie das Niveau so halten können. Und von daher schätze ich sie als sehr, sehr spielstarke Mannschaft ein. Aber mit unseren Fans im Rücken denke ich, dass wir nicht chancenlos sind, sondern sehr gute Chancen haben. Richtig gute Mannschaft. Ich habe auch schon gesagt, die haben auch beide Spiele gewonnen, zu null gespielt. Die haben auch richtig gute Mischung zwischen erfahrenen Spielern und jungen, talentierten Spielern. Die haben auch gute Bilanz zwischen Offensive und Defensive und die sind richtig gut besetzt. Aber im Pokalspiel, da spielt auch das nicht so wichtige Rolle, weil in guten Tag kann ja jeder schlagen. Wir werden uns kämpfen, wir werden kämpfen und werden versuchen auch natürlich weiterzukommen. Freuen uns, dass wir auch zu Hause spielen von unseren Fans, die auch uns super unterstützt hat gegen Bochum und hoffe auf diese Atmosphäre wieder, dass wir auch auf unsere Zuschauer auch uns verlassen können und natürlich dementsprechend ein gutes Spiel zeigen und weiterkommen.